Einzelfallhilfen sind in der Schulsozialarbeit schon seit 30 Jahren ein wichtiger Baustein. Doch kommt die sozialraumorientierte Schulsozialarbeit an Grundschulen oft etwas zu kurz. In den wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre zur Schulsozialarbeit ist der sozialraumorientierte Ansatz allerdings leider nur unzureichend dargestellt und untersucht worden. Demnach war es für uns ein großes Interesse in Baden-Württemberg, uns mal in 7 Kommunen bei 8 Schulstandorten Schulsozialarbeit genauer anzuschauen, die schon sozialräumlich arbeiten, mit der Fragestellung, wie arbeitet eigentlich sozialraumorientierte Schulsozialarbeit, was sind entsprechend fördernde Rahmenbedingungen, Kontext, um sozialraumorientiert gut arbeiten zu können und vor allem, welchen Nutzen bringen sozialraumorientierte Ansätze der Schulsozialarbeit für die Kooperationspartner vor Ort, für das Gemeinwesen, aber vor allem auch für die Kommune selbst. Was verstehen wir unter den Begriffen Sozialraum und Sozialraumorientierung in der Schulsozialarbeit? Häufig wird der Begriff Sozialraum räumlich-geografisch verstanden, als eine Stadt mit Wohnhäusern, Schulen und Spielplätzen. Mit anderen Worten, als physisch-materielle Infrastruktur. Daneben sind aber auch die subjektiv-individuellen Deutungen des Sozialraums durch Menschen mitentscheidend dafür, wie der Raum erlebt wird, als sozialer Brennpunkt oder als anregender Freizeitraum. Bezogen auf das Beispiel eines Klassenzimmers besteht dieses zum einen aus Wänden, Fenstern, Tischen, Stühlen und der Tafel. In den Klassenzimmern sind darüber hinaus auch Kinder, Lehrkräfte, manchmal auch Schulsozialarbeiterinnen oder Eltern, die das Klassenzimmer in ganz unterschiedlicher Weise deuten und nutzen können. Als konzentrierter Lernraum, als Angst oder auch als Toberaum. Und je nachdem, wie die Menschen sich ihren Raum aneignen, wirkt sich dies auf dessen Struktur aus. Es besteht also eine ständige Wechselbeziehung zwischen physisch-materieller Infrastruktur und der subjektiv-individuellen Deutung der eigenen Lebenswelt. Zusammengefasst ist Sozialraumorientierung ein Handlungsansatz der Schulsozialarbeit, der die Lebensverhältnisse von Kindern in den Blick nimmt und sie dabei unterstützt, ihren Alltag selbstbestimmt gestalten zu können. Einer der 8 Standorte der Untersuchung war Mötzingen mit rund 3.700 Einwohnern. Unser Mitarbeiter hier vor Ort ist innerhalb der Schule aktiv, aber auch außerhalb der Schule aktiv. Er hat auch eine Verzahnung und eine Vernetzung zur Kernzeitbetreuung. Als Schulsozialarbeiter verstehe ich mich auch als aktiven Akteur im Gemeinwesen. Die Sozialraumorientierung ermöglicht mir in der Schulsozialarbeit ein breiteres Handlungsfeld und die Chance, nicht nur am Ort der Schule in die Lebenswelt von Kindern hineinzuwirken. Von zentraler Bedeutung für mich ist die Vernetzung im Gemeinwesen. Sie bedeutet einerseits kürzere Wege, andererseits auch die Möglichkeit, effizienter Unterstützungsangebote zu schaffen. Wichtig ist, nicht alles selber zu wissen, sondern zu wissen, wer es weiß, wen man fragen muss. Deswegen machen wir es häufig so, dass wenn Herr Vogel die Idee hat, die Menschen, die Familien könnten noch weiterführende Beratung oder Unterstützung benötigen, dass er dann sich das Einverständnis der Familien einholt und ich dann auch zu Gesprächen hinzugezogen werden kann. Ich denke, gerade in einer Gemeinde unserer Größenordnung mit rund 3.700 Einwohnern, wo aber doch auch die Biografien der einzelnen Kinder immer unterschiedlicher werden, spielt es eine ganz große Rolle, sodass die Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnet werden kann und insofern auch eine gute Vernetzung unter den unterschiedlichen Kooperationspartnern besteht. Ähnlich sieht man das in der Großstadt Pforzheim. Für uns ist es wichtig, dass die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in den Sozialräumen und in den Lebensweltbezügen der Kinder und Jugendlichen zum einen Informationen haben, Kenntnisse haben. Wir sehen die sozialraumorientierte Schulsozialarbeit als Scharnier zu den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen. Kommen mit unseren offenen Angeboten, wie zum Beispiel Spielmobil, haben wir die Möglichkeit, in die Schule zu kommen und auch direkt mit Schulsozialarbeit zusammenzuarbeiten. Manchmal zum Thema, manchmal aber auch, um den Kindern eine schöne Freizeit zu ermöglichen oder einen Ausgleich zu ermöglichen. Die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit hilft einfach den Kindern dabei, einerseits die Probleme zu bewältigen, andererseits den Kolleginnen und Kollegen dabei, auch sich selbst in den Sozialraum öffnen zu können und die Mannigfaltigkeit des Sozialraums rund um die Schule herum wahrnehmen zu können.
Ich habe da gute Erfahrungen einfach damit gehabt, wenn ein Schüler problematisch jetzt in der Schule ist, kann er sich ja zum Beispiel bei einem Kooperationspartner Stadtjugendring sich ganz anders da entwickeln. Gibt es einfach Möglichkeiten, dass man den Schüler einfach auf einer ganz anderen Seite sieht und ihm Hilfe anbieten kann. Und wie sind die Erkenntnisse für die Forscher aus dem Projekt? Schulsozialarbeit, die sozialraumorientiert arbeitet, hat einen Weitblick auf den außerschulischen Raum. Wenn sie die Lebensbedingungen der Kinder und Familien kennt und intensiv mit außerschulischen Akteuren kooperiert, kann sie schneller, früher und passender Hilfe und Unterstützung anbieten. Der Nutzen entsteht durch Brücken, die die Schulsozialarbeit baut. Dadurch können Kinder und Familien Angebote erhalten und die Kooperationspartner ihre Zielgruppen besser erreichen. Langfristig richtet sich der Fokus darauf, gemeinsam die Bedingungen des Aufwachsens zu gestalten und so die kommunale Infrastruktur besser zu nutzen. In unserem Forschungsprojekt hat sich gezeigt, dass die Sozialraumorientierung der Schulsozialarbeit in vier Richtungen oder Schwerpunkte ausgeprägt ist. Mal ist sie eher fallorientiert, mal eher fallunabhängig, mal hat sie eher die Lebenswelt der Kinder im Blick, mal bezieht sich auf die Infrastruktur der Angebote. Vergleicht man die Ergebnisse an allen Standorten, so wird deutlich, dass die Sozialraumorientierung vor allem zur Unterstützung der Einzelfallhilfe hier oben benutzt wird. Weniger im Fokus ist er gegen die Weiterentwicklung der Infrastruktur und die fallunabhängigen Tätigkeiten. Diese beiden Bereiche erscheinen uns noch ausbaufähig. Sozialraumorientierung ist abhängig von vielen Rahmenbedingungen, die förderlich und auch hemmend sein können. Als zentrale Ergebnisse können wir vor allem festhalten, dass erstens Schulsozialarbeit Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Das heißt, es ist günstig, wenn eine Fachkraft längerfristig an einer Schule tätig ist und den Auftrag und die Unterstützung ihres Trägers bei ihrer Arbeit hat. Zweitens braucht Schulsozialarbeit Zeit zum Aufbau und zur Pflege der sozialräumlichen Bezüge. Deswegen ist Schulsozialarbeit auf einen angemessenen Stellenumfang angewiesen. Und drittens kann Schulsozialarbeit nur dann sozialräumlich arbeiten, wenn sie auf ein vielseitiges Unterstützernetzwerk zurückgreifen kann. Egal ob zur Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens oder zur Verbesserung der Einzelfallhilfe. Denn systematisch räumlich-reflexive Haltung kann nur gemeinsam entwickelt werden. Das Projekt zeigt, auf welche Rahmenbedingungen es ankommt, damit es gelingt, sozialraumorientierte Schulsozialarbeit erfolgreich umzusetzen. Dann ist es möglich, die Lebensverhältnisse von Kindern noch besser in den Blick zu nehmen und die Bedingungen des Aufwachsens mitzugestalten.